So, ja, herzlich willkommen zur 8. Episode des FIFA First Ultimate Team Pack Openings. Ja, ihr seht, ich habe mir 2200 FIFA Points geholt und ja, der Grund dafür ist, mein Bruder hat gerade eben seinen ersten Inform gezogen. Er zieht ungefähr nur, hat ungefähr so ein Viertel von den ganzen Packs gezogen, die ich bis jetzt alle aufgenommen habe. Meine beste Karte war Balotelli, wie ihr alle wisst. Und ja, ich möchte auch mal so viel Glück haben. Deswegen muss ich noch schnell Foodzentrale spielen. Mannschaften, Shop, Transfers, mein Verein, Transfers, Shop. Gut, ja, jetzt habe ich das erledigt. So, 2204 Points habe ich, das heißt, ich mache wieder ein Break, ein Cut. Nach 7 Premium Gold. Jetzt, warte, was gibt's denn da? Spieler des Tages. Hey, ist ja cool. Mal schauen, ob ich sowas bekomme, wäre auch richtig, richtig geil. Und jo. So, jetzt fangen wir gleich mit 100 FIFA Points an. Ja. Weil das muss ich ziehen, dass es aufgeht mit FIFA Points. Mal schauen, was drin ist. Guerrero. Naja. Ist okay. Ich muss jetzt auch gleich mal die Aufnahme kurz unterbrechen. Ich mache da einfach einen Cut rein. Denn, mein Speicherplatz ist zu wenig. Warte mal. Aber erstmal hier noch die ganzen Kontrollen, alles nett ist, können wir. Das ist noch ein Verein, das können wir alles schnell verkaufen. Jo, also, ich mach schnell einen Cut rein. Wir sehen uns jetzt gleich beim nächsten Pack. Bis denn. So, da sind wir wieder. Ich habe mal schnell mit Speicher ein bisschen geleert. Und jo, jetzt geht's auch gleich weiter. Jetzt nochmal schnell Foodzentrale, Spiel, Mannschaften, Shop, Transfers, mein Verein, Transfers, Shop. So, jetzt geht's auch gleich weiter. Jo, 7 Packs Sets ziehen wir, ja, aber nicht das Goldspieler Set, hat mir schon mal Pech gebracht, das ist recht. Wir ziehen die normalen Premium Gold Sets und weiß ich auch mir jetzt, ja, ich mache Striche lieber, sonst vergesse ich das. Also das ist das erste Set, mal schon was drin ist. Ja, shit, Bullshit ist drin. Ist nur Krampf drin, leider. Die packe ich natürlich wieder ein in die Verträge. Das macht man ja. Was ist denn das? Da könnte was wert sein, wenn ich aber zu voll nachzuschauen. Jo, Rest verkaufen. So, weiter geht's hier gleich. Messi drauf, Messi drin. So einfach läuft's doch, oder? Geht doch. Also wenn ich jetzt irgendwie so ein Super-Duper-Spieler ziehe, Inform etc. Ich rast aus. Das ist der zweite Fellaini ist drin. Jo, wenigstens ein seltener Spieler. Zweites Set, okay. Nächstes Set ein seltener Spieler. Ja, aber ich habe für mein Belgien-Team schon Witzel und Witzel finde ich besser als Fellaini, wenn ich ehrlich bin. Ja, schnell auf den Verein. Auf die Transferliste. Brauchen wir nicht. Ja, so, Schnellverkauf. So, das war jetzt das zweite. Tim Cahill, komm. Bitte. Das wäre sehr, sehr nett, wenn jetzt übrigens ein toller Spieler drin wäre, ne? Da würde ich mich freuen und so weiter. Begovic, wow, richtig toll, yay. Wie der aussieht, als würde er gerade. Scheiße. Mozza, naja, so schlecht ist er gar nicht. Oh, 1000 Münzen nehme ich immer gerne an. Sehr, sehr gerne sogar. Das ist gar nicht so hässlich. Das war mein Verein.
Brauchen wir nicht, brauchen wir eine Transferliste. Ja, zwei seltene Verträge, ist ja wieder so typisch, ne? Zwei seltene Verträge. Was ein bisschen blöd ist, ne? Das auf die... Nein, ja, also, ja, auf die Transferliste. Der da auch. Und der auch, ein Newton. Ne, brauchen wir nicht, können wir verkaufen. Guck mal, tolle 149 Münzen für, ist schon schön, oder? Ja, ist schon toll. So, das war das dritte Set. Einen schönen Strich machen. So, jetzt, na, wie wollen wir drauf haben? Vidal, oder? Ey, gleich drauf. Das kann nur Schicksal sein, komm. Vidal, bitte bring uns eine gute Karte, bitte. Astori, oh, ein bester Mann, na, nee. Blöd ist es. Es ist blöd, kommt ein Verein. Schade. Wieder nichts, schon wieder nichts. Das ist so typisch, mein Bruder zieht da immer so, ja, so mit links, so in Form, ne? Und ich, schon wieder Newton. Ich mag keine Physik. Nein. Der ist nix wert. Nix wert. Schnellverkauf. So, das war das vierte Set. Noch drei haben wir. Also, das gibt's nicht. Habe ich immer so wenig Glück? Das ist echt blöd. Komm. Kill. Und eine Liga, na klar, Major Liga. Ist logisch. Mann. Das ist, naja, egal. Ding. Bin blöd. Die sind auch nichts wert, der vielleicht ein Torwart, aber. Jetzt Schnellverkauf, ja. Mann! Fünftes Pack. Was haben wir gezogen? Was haben wir gezogen? Ein Kehl! Mensch. Irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich ziehe, sind keine guten Karten im Pack. Balotelli war der Beste, dann war ich nur Studridge und Sanchez, okay, ja. Jawohl. Wartet mal. Der müsste was wert sein. Mal gucken. Nein, er ist nichts wert. Mann. Ich hab gerade, ist was wert. Schade. Schade. Und jeden Fall auf die Transferliste der auch. Und Real Madrid Wappen. Super, Real Madrid Wappen. Yay, super klasse, toll, Wahnsinn, ey. Echt der Hammer. Temo, ja, kann man immer verkaufen. Ja, das auch. Na, abstoßen. Das war das sechste Pack. Jetzt kommt das letzte. Für diese Folge, Alaba drauf, wer ist drin? Wahrscheinlich auch nur Krampf. Immer nur Krampf, ich ziehe immer nur Krampf, das regt mich langsam echt auf. Mann. Das ist echt nervig. Nein, Golan drin. Joa. Es war ein guter Spieler, finde ich, aber was ist denn das? Das sieht aus wie so ein WoW-Zocker. Oh, WoW-Zocker, yeah! Entschuldigung. Lasst dieses Bild auf euch wirken. Lasst es einfach auf euch wirken. Der wird fein gespeichert, Leute. Eieiei. Und brauchen wir nicht.
Eieiei. Zwei Managerverträge, yay, ich habe auch so viel Manager, wisst ihr? Die muss ich auch behalten. Nein, jetzt habe ich auch die Transferliste, egal. Kriegt man nicht verkauft, kriegt man nicht verkauft. Oh, Jungs, Jungs, Jungs. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal einen schönen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann tut das nicht. Und ja, also, ich habe so viel Pech, nein. Hoffentlich ist die neunte Folge besser. Also, was ich jetzt noch gleich ziehen werde. Mal gucken, ne? Dann schaltet das nächste Mal wieder rein. Servus, macht's gut und ciao.